Frau Ministerin, Ihr eigener Koalitionspartner sagt, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sei für eine Verfassungsministerin eine böse Klatsche. Offenbar haben Sie auch den Bundeskanzler enttäuscht, der neulich noch zu News sagte, dass wir alle davon ausgehen können, dass Sie alle Fragen geprüft haben. Deswegen möchten wir Sie bitte fragen, treten Sie jetzt zurück? Heute schauen wir uns die jüngsten Auftritte von Nancy Faeser an, in denen sie über die Gefahren von Rechtsextremismus und Migranten spricht. Diese Person mag es, ihren Worten zu widersprechen, also wird es sehr interessant sein. Heute haben wir insbesondere über die aktuelle Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus gesprochen. Die Bedrohungslage hat sich seit dem Terror der Hamas gegen Israel am 7. Oktober letzten Jahres und im Gazakrieg wesentlich verschärft. Deshalb zerschlagen wir islamistische Strukturen und unterbinden Hass- und Terrorpropaganda. Denn die Gefahr der weiteren Emotionalisierung und Radikalisierung von gewaltbereiten Islamisten ist leider hoch. Wir blicken alle diese Tage in den Nahen Osten und eine drohende weitere Eskalation. Die Situation ist brandgefährlich. Deshalb setzen wir uns als deutsche Bundesregierung gemeinsam mit unseren internationalen Partnern so stark für Deeskalation ein. Seit den Terrorangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und im folgenden Gazakrieg gibt es einen drastischen Anstieg von antisemitischen Straftaten in Deutschland. Allein im zweiten Quartal hat die Polizei 715 antisemitische Taten registriert, darunter 19 Gewalttaten. Unsere Sicherheitsbehörden setzen alles daran, die Spirale zu durchbrechen, die von der Gewalt im Nahen Osten zu noch mehr weiteren widerwärtigen Judenhass in Deutschland führt, zu unterbinden. Wir gehen hart gegen die islamistische Szene vor. Wir haben erst vor 2 Wochen das Islamische Zentrum Hamburg und seine bundesweiten Ableger verboten, die eine islamistische, totalitäre Ideologie propagiert haben. Das sogenannte IZH war ein verlängerter Arm des iranischen Mullah-Regimes in Deutschland. Von dort wurden Terroristen der Hisbollah unterstützt und ein aggressiver Antisemitismus in Deutschland verbreitet. Dem Treiben dieser Islamisten haben wir mit unserem Verbot ein Ende gesetzt. Dieses Verbot beruht maßgeblich auf den Erkenntnissen und der hervorragenden Arbeit des Bundesamts für Terrorismusschutzes. Dafür nochmal herzlichen Dank. Genauso ermöglichen unsere Verbote der Terrororganisation Hamas und von Samidun in Deutschland ein hartes Durchgreifen der Polizei. Islamistische Terrororganisationen sowie einzelne islamistische Verbrecher, die sich oft alleine radikalisieren, stellen eine ständige Gefahr dar. Die deutsche Polizei hat auf den Anstieg des Antisemitismus mit einem Verbot der meisten Kundgebungen reagiert, die Solidarität mit dem palästinensischen Volk bekunden. Olaf Scholz hat geschworen, sich an den Antisemitismus-Ansatz von Null Toleranz zu halten und verwies auf die Verantwortung gegenüber Israel. Wir schauen weiter. Wenn wir nochmal anschließen an den aktuellen Höhenflug der AfD, wie sehr schmerzt Sie das eigentlich, dass in Ihrer Amtszeit eine Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, diesen Höhenflug hat? Der Kampf gegen rechts, das war ja immer Ihr Thema. Das haben Sie früher schon hier im Hessischen Landtag ganz nach vorne gestellt, als Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss zum Beispiel. Und auch bei Ihrem Amtsantritt im Willy-Brandt-Haus, da haben Sie gesagt, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Warum haben Sie so wenig Konzepte? Also es schmerzt mich natürlich und es ist nach wie vor so, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die demokratische Grundordnung ist. Und dass die AfD jetzt so stark ist, ist natürlich zum einen darauf zurückzuführen, dass es zu viel Diskussionen gab in den letzten Monaten in der Politik. Es ist aber auch darauf zurückzuführen, wir haben vielfältige Krisen. Ich glaube, die Menschen sind sehr müde, dass sie aus einer Corona-Pandemie kommen, wo es sehr, sehr viele Einschränkungen im persönlichen Leben gab. Schulen waren geschlossen, man konnte nicht mehr zur Arbeit gehen. Manche haben ihren Arbeitsplatz verloren. Und als man dann dachte, die Pandemie ist weitestgehend überwunden, ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Putin hat diesen furchtbaren Angriffskrieg in der Ukraine geschaffen. Es kamen sehr viele Geflüchtete zu uns. Wieder eine Anstrengung für Menschen. Und dann die Energiekrise, Lebensmittelpreise sind in die Höhe gegangen, Heizkosten gestiegen. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig war für die Bürgerinnen und Bürger, über diese Phasen zu kommen. Und ist es immer noch. Ich glaube, je mehr gute Sozialpolitik wir machen, wir haben beispielsweise das Bürgergeld angehoben, das Wohngeld angehoben, das sind Themen, die jetzt in den Vordergrund gestellt werden.
gestellt werden müssen, die soziale Leistung. Und das gilt übrigens, wenn ich Sie da unterbrechen darf. Die Zahl der Straftaten auf rechtsextremistischem Boden ist im vergangenen Jahr in Deutschland um 3,8% gestiegen. Insgesamt gibt es 14.000 Rechtsradikale im Land. Auch die Bundesrepublik erfasst die Aktivitäten ausländischer Geheimdienste in Russland, China, Iran und Nordkorea. Annalena Baerbock hat angesichts der wachsenden Bedrohung durch Rechtsextremisten eine vollständige Neuordnung des Verfassungsschutzes und der Verfassung gefordert. Und was denkst du, über welche angeblich Rechtsextremisten überhaupt die Rede ist? Und wieder hat Nancy Faeser im Mittelpunkt eines Skandals gestanden. Im Innenministerium hieß es, die Angriffe von Rechten auf Flüchtlingsheime seien erfunden worden. Die Statistiken wurden massiv manipuliert, vermutlich um eine Welle der Empörung in den Medien zu verursachen, die natürlich im Interesse von Faeser stattgefunden hat. Seit Jahresbeginn wurden 80 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte verübt. Davon konnten nur 3 nachgewiesen werden. Sollten sich die Manipulationsvorwürfe bestätigen, muss das Konsequenzen für den Innenminister haben, der immer betont, dass sie großen Wert auf Vertrauenswürdigkeit legt, aber selbst ständig diese Eigenschaft nicht besitzt. Wann wird Frau Faeser endlich zurücktreten? Ich würde es versuchen, nicht stattfinden zu lassen. Die Stadt Gießen hat es ja schon probiert. Sie hat es versucht, erfolglos. Erfolglos ist vor Gericht anders entschieden worden. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Man kann das Eritrea-Festival in Gießen nicht als Maßstab für die Zuwanderung nehmen, weil wir sehen beim Eritrea-Festival, dass einige eingereist sind, um auch Straftaten zu begehen. Ich glaube, das muss man mehr im Blick haben. Trotzdem wird da ein fremder Konflikt auf hessischem Boden ausgetragen und die Leute sind darüber sehr erbost. Genau, zu Recht. Und das darf auch nicht mehr passieren. Ich meine nur, dass man auch noch mal genauer im Vorfeld hingucken muss, wer reist ein, um dann auch möglicherweise Straftaten zu begehen. Und das ist völlig inakzeptabel. Und ich habe ja auch gleich in erster Reaktion gesagt, dass dort Polizeibeamtinnen und Beamte verletzt wurden, ist nicht tragbar. Das wird der Rechtsstaat niemals akzeptieren. Und ich habe mich gleich hinter die Rettungskräfte gestellt, auch noch mal gedankt dafür, dass sie einen schweren Einsatz hatten. Das darf sich nicht wiederholen. Es gibt auch andere Konflikte auf deutschem Boden, die von Flüchtlingen, migrantischen jungen Männern vor allen Dingen hervorgerufen werden. Gerade aktuell macht es Schlagzeilen, was in den Schwimmbädern vor sich geht, dass junge Männer mit Migrationshintergrund randalieren, Frauen angreifen, sich nichts mehr sagen lassen. Wir sehen zunehmend Konflikte, die hier ausgetragen werden und die wir eigentlich nicht haben wollen. Und Sie tragen als Innenministerin einen Teil der Verantwortung dafür. Wie wollen Sie das in den Griff kriegen? Also erstmal muss bei den Ausschreitungen, die es jetzt in den Schwimmbädern geben, der Rechtsstaat hart handeln. Das heißt, man muss auch mit Polizei vor Ort sein. Und was wichtig ist, bei jugendlichen Straftätern schnell aburteilen. Das ist immer wichtig, dass man die Strafe sehr schnell spürt. Ich glaube, man muss noch mal sehr genau unterscheiden. Das, was dort in den Schwimmbädern in Berlin gerade passiert oder auch passiert ist an den Silvesterkrawallen, wo es ja ganz üble Angriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehr und Polizei gab, was wirklich sehr stark zu verurteilen ist. Das sind Menschen, die sich sogar in ihrem Ehrenamt für andere einsetzen. Das ist nicht akzeptabel. Aber das sind nicht neu Zugereiste, sondern das ist im Wesentlichen die dritte Generation von Menschen, die hierher mal eingewandert sind. Und das macht es ja nicht besser. Nein, aber da sind große Fehler passiert in der Integration. Und das haben wir zum Beispiel jetzt auch schon anders aufgesetzt. In Gießen sind während des Eritrea-Festes Ausschreitungen ausgebrochen. 22 Polizisten wurden dabei verletzt. Die Veranstaltung hatte Gegner, die glaubten, dass die Veranstaltung das Regime des afrikanischen Präsidenten von Eritrea, Isaias Afewerka, propagiert hat, dessen Regierung Grausamkeit vorgeworfen wurde. Die Organisatoren des Festivals haben es als Familienfeier bezeichnet. Aber es haben auch politische Auftritte auf dem Programm gestanden. Was denkst du über dieses Video? Schreibe deine Meinung in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video.